In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man Arrays initialisiert. Es gibt nicht nur eine Möglichkeit. Wir kennen bereits unser Programm vom letzten Mal. Das initialisierte hier unser Array-Muster direkt bei der Definition als globale Variable. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und wenn ich das gleichzeitig mache, also die Definition mit der Wertzuweisung im gleichen Schritt, in der gleichen Zeile, dann kann ich mir sogar diese 5 hier ersparen. Ich kann es auch kompilieren. Denn der Compiler kann selber nachzählen, wie viele Werte in diesen geschweiften Klammern sind und kann dann die Größe auch richtig einstellen. Für mich ist das allerdings etwas unpraktisch, denn jetzt weiß ich nicht mehr, waren es 4, 5 oder 6. Deswegen empfehle ich eigentlich immer die Größe anzugeben, damit man immer nachgucken kann, wie groß war das. Bei 2, 3, 5 Variablen ist es noch leicht, danach wird es ein bisschen komplizierter. Ich habe natürlich aber die Möglichkeit, sie nicht nur hier so einzustellen, denn das ist vielleicht praktisch, wenn man weniger Variablen hat, weniger Felder hat. Aber es ist nicht besonders praktisch, wenn sie sehr viel sind oder wenn sie automatisch erzeugt werden können. Dann beende ich die Definition dieses Arrays mit Semikolon ohne die geschweiften Klammern, ohne die Wertzuweisung. Um die Werte jetzt dieses Arrays aufzufüllen, baue ich mir jetzt eine Vorschleife. Diesmal mit einer Indexvariable j, damit ich mit dem i unten nicht durcheinander komme. Ich lasse wieder j von 0 bis 4 laufen und die j++. Und jetzt kann ich mir irgendein verrücktes Muster für die Muster ausdenken. Muster i soll 1000 mal i, damit es ja auch irgendwas Unterschiedliches ist, plus 200 sein. Das i ist natürlich jetzt schlecht, das war j. Das kompilieren wir jetzt und lassen das Programm laufen und rufen den Serial Monitor auf. 200 ist der erste Wert, 1200, dann 2200 und so weiter und so fort. Und so sehen Sie, wie man auch die Arrays auch im Laufe des Programms auch auffüllen kann und nicht nur am Anfang.